Im Zuge der Wahldiskussion hier in Feldkirch hat sich herausgestellt, dass es nicht primär um die Bürgermeisterwahl geht. Das ist ja hintergründig. Worum geht es denn tatsächlich? Es ging um die Themen, die uns in Feldkirch in den nächsten Jahren beschäftigen. Die Bürger sollen sich ein Bild machen, wie jede Partei zu diesen Themen steht. Die Bevölkerung will ernst genommen werden, die Bevölkerung will verstanden werden. Gerade deshalb war es für mich wichtig, auch als Bürgermeisterkandidatin aufzutreten. Und ich glaube, das ist drüber gekommen. Wie wollen Sie im Verkehrsproblem von Feldkirch weiterverfahren? Wir haben einen Rahmenplan, das Gesamtverkehrskonzept für Feldkirch, das ist eine Richtschnur für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Bus, Fahrrad, zu Fuß gehen, vielleicht eine Schnellbahn, vielleicht eine Straßenbahn, auf jeden Fall nicht aufs Auto setzen. Variante 5.3 ist auch für uns die beste Variante. Wir waren immer auf der Seite der Bevölkerung, wir waren immer für eine Umfahrungslösung, für eine Tunnelvariante. Da gibt es von Freiheitlichen ein klares Ja, die Bevölkerung kann nicht mehr länger warten. Auf jeden Fall sofort Maßnahmen, um Verkehrsberuhigung zu erzielen. Sofort Maßnahmen, Sicherheit und Beruhigung des Verkehrs. Aber wir wollen vor allem auch eine Entlastung für die betroffenen Anrainer in den verschiedenen Stadtteilen durch den Bau der Verkehrslösung Feldkirch Süd erzielen. Was berührt Sie am Jugendthema? Ich meine, dass wir gerade auch als Erwachsene uns verstärkt darum bemühen sollen, die Dinge aus der Sicht der Jugendlichen zu sehen. Am Jugendthema berührt mich besonders, dass es sehr viele Jugendliche gibt, die Defizite haben in der schulischen Ausbildung. Das sind mehr als 20% und die müssen wir auffangen und fördern, damit sie eine Berufsausbildung absolvieren können. Am Jugendthema wäre notwendig, bessere Möglichkeiten der Förderung von Vereinen, generell von Vereinen zu ermöglichen, um Jugendliche besser in Sport, Kulturvereine, Musikvereine, Feuerwehren integrieren zu können. Zu kurz gekommen ist mir noch das Thema Jugend und Arbeit. Dort hätte ich noch viel zu sagen gehabt. Die anderen Bereiche sind angeschnitten worden. Was sagen Sie zur Sache mit dem Feldkirch-Festival? Das Feldkirch-Festival ist ein Teil der Kulturmarke in Feldkirch. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu den Besuchern. Das Pulba-Festival hat 20.000 Gäste und kriegt 30.000 Euro pro Jahr. Das Feldkirch-Festival hat 4.800 Besucher und kriegt 350.000 Euro von der Stadt. Aber die Marke Festival, Feldkirch-Festival, die besteht international und die muss erhalten bleiben.